Jetzt kommt ein Paradies und Paradies auf Erden. Das kurze Stück Straße heißt Paradies. Heißt eigentlich Paradies, heißt schöner Garten. Und das war zur alten Burg gehört. Die ist 1277 von dem Kurfürst Heinrich von Finstingen als Zwingburg erbaut worden. Und dazu hatten große Garten gehört. Das war auch der Übungsgarten, der Bogenschütze und so was. Und das hieß im Paradies. Die Häuser, die wir heute hier sehen, die sind 1910, 1911 gebaut worden. Damals für das Militär. Mit einer ganzen Kolonnade hier. Und dort hat Gemälde ist von 1911, das hat ein Kunstlehrer vom Görres-Gymnasium, der William Straube, hat die sechs Grazie da oben gemalt. Das ist schon mehrmals restauriert worden, letztes Mal vor 15 Jahren oder irgendwas, weiß ich noch, haben wir von der Altstädter Brunnengemeinschaft, haben damals auch einen Beitrag, finanziellen Beitrag geleistet zur Restaurierung. Und für mich ist unheimlich wichtig hier das Eckhaus, wo jetzt das Hotel drin ist. Und da ist unser Luftschutzkeller gewesen. Wir waren eben in der Weißergasse, von der Weißergasse mussten wir ein bisschen hin und wir gehen gleich wieder rüber, dann zeige ich Ihnen den Eingang, wo man in die Luftschutzkeller reingekommen ist. Hier in dem schönen Eingang, wo jetzt hier steht, Apart-Hotel am Münzplatz, da steht Notausgang. Früher war das für uns Noteingang. Das war unser Luftschutzkeller. Wenn Fliegeralarm war, musste mir aus der Weißergasse bis hier hinlaufen. Hier unten drunter ist ein zweigeschossiger Gewölbekeller. Ein paar hundert Leute waren da unten. Bette waren da drin. Das waren so Etagebette mit Strohsäck. Wir Kinder haben zu viert in einem Bett gelegen. Zwei so rum, zwei andersrum auf den Strohsäck. Aber das ging. Und hier haben wir den schlimmen Angriff am 6. November 1944 erlebt. Überlebt. Hey, rundum ist alles heil geblieben. Hinter dir alles war alles kaputt. Und da können Sie sich vorstellen, wie das in dem Keller, das hat gewackelt, das hat geschwankt. Die Leute haben geheult, die haben gebrüllt, die Frauen haben geschönt. Wir haben den Kopf bei der Mutter in den Schoß gestochen. Das war schlimm. Und dann haben wir unter dem Keller gesessen. Und dann kommen alle Ritt, kommen einer vom Luftschutzdienst. Euer Haus ist kaputt, euer Haus brennt, da brennt es. Und wir durften erst drei Tage später durften wir wieder aus dem Keller raus, weil die überall gebrannt hat, durften wir aus dem Keller raus und konnten dann in die Weißergasse gehen und konnten da die Trümmer von unserem, die noch gekohlt haben, da hat es noch geraucht, von unserem Haus besichtigen. Und 14 Tage später sind wir dann zwangsevakuiert worden nach Thüringen und kommen dann ein halbes Jahr später wieder zurück in die zerbombte Stadt. Also ich bin dem Keller hier sehr dankbar. Wir haben da wir kriegen da ein paar hundert Leute, wie gesagt, ein paar hundert Leute drin. Das ist gefeiert worden, selber eine Hochzeit haben wir da drin gefeiert, eine goldene Hochzeit. Ich kann mich schon an den goldenen 50er erinnern als Kind, die an der Decke festgemacht war. Der Pastor kam, hat die kranke Kommunion gebracht, die Kommunion zu den Leuten gebracht, der Pastor Schadung, hier von den Frauen. Weil die Leute konnten ja nicht mehr heim. Häuser waren kaputt, keine Wohnung mehr. Da hat man, bis man evakuiert ist, hat man dann hier in dem Keller gelebt. Ja. Und deswegen war das ein Noteingang für uns, nicht ein Notausgang.